Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pella21.0479 Zockt. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind im LS19 Felsbrunn. Wieder im Let's Play. Wir haben Feld 18 und Feld 20, der Bauernhof. Ja, da steht gerade mal eine Scheune drauf, mehr nicht. Geld haben wir sowieso nicht. Wir haben uns jetzt ein paar Hühner geleistet. Hier ist er jetzt noch am restlichen Pflügen. Wir werden jetzt noch mal den Kalkstreuer anwerfen. Und werden jetzt quasi noch mal kalken. Also das mit dem Lenkrad ist immer noch nicht behoben, aber ich habe gesehen, da gibt es wohl einige Leute, die Probleme haben. Also ich habe das Problem, dass er nicht gerade richtig geradeaus läuft, dass ich da ständig gegenlenken muss. Und wenn ich das Spiel starte, das erste Mal, dann habe ich das Problem, dass er da quasi hingeht. Und sobald ich im Fahrzeug bin, dann setzt er sich in Bewegung mit dem Fahrzeug. Doppelbelegung habe ich nicht drinne. Da hatte ich schon mal nachgeguckt, da war jetzt nichts gewesen, was da irgendwie drauf schließen hätte können. Einziges, was ich noch mal machen kann, um zu gucken, wäre vielleicht hinzugehen und würde noch mal die von der Tastatur die ganzen Sachen rauslöschen. Das wäre jetzt so das Einzige, was mir noch einfallen würde. Streifen ziehen wir nochmal durch. Das Gute ist ja, der Kalk ist nicht wirklich teuer. Neue Mods sind auch rausgekommen. Das werden wir uns nochmal ein bisschen angucken. Ja, mal gucken, wann der Patch kommt. Ja, das ist ja jetzt auch, dass die Fahrzeuge jetzt hier quasi anhalten, weil der jetzt hier im Straßenbereich ist. Die Hühner haben wir schon hier. Genau, da war das Problem gewesen, dass wir ja das mit den Big Packs nicht machen konnten. Da wollte ich nochmal gucken. So, wir haben den 661, das sind beides Traktoren. Die keine Frontlader haben. Ich werde mir nochmal Geld leider leihen. So, jetzt habe ich die maximale Summe ausgeschöpft. Das heißt, wir werden uns dann jetzt nochmal einen Schlepper besorgen. PS.
So. Dann bauen wir nochmal Anbaugeräte. Ah ne, das war, glaube ich, das hatten wir alles schon, glaube ich, beim Händler stehen. Müssen wir gerade mal schnell gucken. Ist die Spritze. Genau. Das passt leider nicht mehr. Hingehen. So, da will ich die Farbe ändern. Nicht gemacht. Achso. So. Ja, jetzt was. Ich denke, das passt ein wenig besser zum New Holland als das Grün. So. Dann wollen wir jetzt mal hingehen. Und wir werden hier einmal Hühnerfutter mitnehmen. Wie weit wir damit hinkommen und das Ding wieder runterfällt. Ja, der geht auch schon wie Buddha. Nee, da hinten ist der Futtertrigger. Das hat er, haben sie ja nicht. Einmal in die Transportstellung. Und dann würde ich sagen, fahren wir mal. Noch einmal zum Verkauf. Und ja, da werden wir uns dann jetzt nochmal weiteres Hühnerfutter holen und dann, wenn wir da fertig sind, werden wir mal hinschauen, wie sieht es mit den Feldern aus.
Einsicht. Okay, das brauchen sie wohl erstmal nicht. Das heißt, ein gereicht. Schau mal, es fehlt immer noch 100%. Ja, bräuchte, denke ich, noch so zwei Bahnen. Gucken wir mal. Kalten müssen wir auch noch. So, es wird dauern, bis du fertig bist. Dann können wir die gerade wieder anschmeißen. So, ich versuche mal mit dem Rad, mit dem linken Vorderrad hier in dieser Furche zu bleiben. Mal gucken, ob das klappt. Wie gesagt, ich muss komplett, bin ich schon draußen. Die ganze Zeit gegenlenken. Lenkrad ist eingestellt. Was übrig gelassen. Könnten wir hier nochmal nach. Kalkt er nicht mehr. Oder desinkt, mal gucken. Dürfte aber eigentlich im Single Player nicht sein. Okay. Dann würde ich jetzt nochmal schnell zum Shop fahren. Und würde nochmal Kalk holen. Also 2000 werden dann reichen. So, ich hoffe, dass sie das mit dem Lenkrad irgendwie schnell gepatcht kriegen. Aber ich denke mal schon, das sind ja Kleinigkeiten und ja. Also eins muss ich sagen, Giants, was die leisten, beziehungsweise was sie jetzt wieder rausgebracht haben zum Vergleich, echt super genial. Und ja, ich kann es teilweise nicht verstehen, dass es so viele Leute gibt, die dann da so viel rummeckern. Also ich überlege, hey, das Spiel ist gerade mal rausgekommen, ne? Und hier gibt es Leute, die motzen hier rum, das ist echt unglaublich.
wenn ich da an andere Spiele denke, ich sag mal DayZ oder so zum Beispiel, Leute, das hat's nach, weiß nicht, nach zwei LS-Teilen gerade mal in die Beta oder ist jetzt, glaube ich, fertig geworden, keine Ahnung. Also, deswegen, bevor da irgendwie groß rumgemotzt wird, finde ich, sollte man einfach mal überlegen. So, der ist fertig, wunderbar. Dann lassen wir den jetzt auffüllen. Hat auch richtig gut gemacht. Kann man nicht meckern. Fertig. Dann fahren wir gerade schnell zum Hof zurück und werden dann jetzt nochmal das Stück kalken und dann würde ich sagen, geht's gleich mit der Sämaschine los. Das hat ja nicht funktioniert. Jetzt hoffe ich, dass das hier funktioniert wenigstens. Wir können ja so ein bisschen irgendwie versuchen, hier was noch reinzubringen. Vielleicht klappt das ja. Aber nee, er nimmt sich an. Jetzt auch wieder. Naja, gut. Kann passieren. Nicht schlimm. Ich soll trotzdem noch mal schnell den Schlepper. Den werden wir jetzt zum Ansehen nehmen. Ist auch ganz schön hier. Das runter, das heißt, der muss bald mal gewartet werden. Weil die brauchen wir ja auch für die Hühner. So, hier sollen wir den Helfer laufen lassen. Weil, ja, der kriegt die Bahn gerade hin.
kein GPS da ist, dann ja, sieht das alles wieder besser dann aus. So. Dann werden wir gleich mal hingehen und werden hier unseren Kalk abstellen. Oh, okay, da hat er nie gestellt. Aber das war's in der Folge. Ich hoffe, wir sehen uns in den nächsten wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Pelle.